Hier probt der Chor, der jetzt seit jüngstem Vokalkolleg St. Jürgen heißt. Ein Chor, der sich aus einem Projektchor entwickelt hat und gerade an Menschen und auch an Singefreude gewinnt. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass wir gerade im letzten Jahr einfach ein paar größenwahnsinnige Projekte in der Mache hatten. Und eins davon ist jetzt eben das Weihnachtsoratorium, was uns einfach beschwingt und was uns Mut gibt, einfach musikalisch, kirchenmusikalisch da nach vorn zu denken und weiter um Menschen zu werben, die Lust haben, mit uns zu singen. Also das ist das erste Mal, dass ich das jetzt aufführe. Immer, wenn bei uns Bescherung ist zu Hause, wird das Weihnachtsoratorium abgespielt, tatsächlich. Dam, 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 dam. Und dann gibt's Geschenke. Ja, also ich mag die Choräle sehr gerne, insbesondere den Choral Nummer 12, Brich an, du schönes Morgenrot. Den finde ich, ja, der bedeutet mir irgendwie sehr viel. Da geht dann irgendwie alles auf und ist sehr schön. Also wir singen das Weihnachtsoratorium am ersten Advent, wie ich gerade vorhin erfuhr, das erste Weihnachtsoratorium in Lübeck dieses Jahr. Um 17 Uhr in der St. Martin-Kirche. Ich liebe das Weihnachtsoratorium. Und ich bin schon zu Studienzeiten immer in die Kirche, in den Dom von Greifswald gegangen, weil dort das Weihnachtsoratorium aufgeführt wurde. Meine einzige Sorge ist, dass irgendein Solist krank wird am Tag der Aufführung, welcher auch der Tag der Generalprobe ist. Ich hatte das auch schon mal erlebt, dass es genau so war. Und das ist wirklich echter Stress, innerhalb von 2 Stunden in der Adventszeit noch Solisten zu beschaffen, die das dann einfach mal so aus der Backe singen können. Das ist meine einzige Sorge. Alles andere wird gut. Wir kommen gut hier klar und wir haben ein gutes Orchester. Ich freue mich sehr auf diesen Tag. Die größte Herausforderung ist, dass man als Chor zusammenbleibt und sich aber dann auch nicht rausbringen lässt, wenn dann mal einer davon düst. Genau. Ja. Das ist ein total idealistisches Projekt. Wir machen das für die Menschen, die zuhören. Wir machen das aber auch ganz doll für uns und für diese Gemeinde und einfach aus purer Freude und Lust am Singen und Musizieren. Es ist einfach ein Spaß, das zu singen und zu erleben. Jeder kennt es, aber es wird immer wieder anders sein. Und auch in der St. Martin-Kirche am ersten Advent wird es total anders sein.